Okay, ich glaube, dass man pro Kolonist eine Kapsel braucht. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgelesen, weil mir das jetzt keine Ruhe gelassen hat hier, was der mir hier erzählt. Wenn das natürlich der Fall ist, dass man pro Kolonist eine Kapsel braucht, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier ist Nummer 9. Dann müssten wir jetzt damit alle haben. Ist natürlich etwas verwirrend, dass er hier sagt, kritisch, ach so, okay, kritische Komponente fehlt. Er sagt ja nicht, es ist keine davon da, sondern einfach, er sagt einfach nur, es sind nicht, also, es sind nicht genug. Könnte das ja genauso bedeuten. Auch wenn es, wie gesagt, etwas verwirrend ist. Die Formulierung ist etwas verwirrend. Okay, das sinkt so krass schnell, dass es absolut keinerlei Chance hat, hier schnell genug anzusteigen. Und es liegt natürlich an diesem, ich möchte jetzt keine Ausdrücke benutzen, aber an diesem nicht so angenehmen vulkanischen Winter. Ja, und obwohl die Windturbine hier quasi auf Vollgas arbeitet, hilft das leider nicht. Hier, ja, hier ist noch so ein Ding. Ich glaube, das werde ich jetzt nochmal verbinden, weil der Geothermie-Generator, so, ja, genau. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier für eine komische Linie? Ach so, ich kann nur innerhalb der Linie bauen. Wusste ich gar nicht. Interessant. Ja, der Geothermie-Generator ist ja wirklich das Sinnvollste. Ah, Moment. Ich brech's mal nochmal kurz ab. Ich will mal erstmal die Kryoschlafkapseln beenden, weil da habe ich ja jetzt gerade. Oh, auch gar nicht genügend Stahl, wie ich sehe, aber okay. Gut, da muss ich also erstmal Stahl abbauen. Das brauche ja jetzt auch Stahl, was ich da jetzt schon wieder gerade vorhatte. Ist natürlich jetzt nicht besonders sinnvoll, alles gleichzeitig zu machen, was die gleiche Ressource braucht. So, und tagsüber habe ich ja. Und das Gute ist ja auch, sollte es jetzt zum Angriff kommen. Okay, wenn die sich jetzt hier oben durchfressen, habe ich ein Problem. Aber sollte es von unten normal zum Angriff kommen, mache ich hier einfach aus. Und die dürften. Das dürfte locker reichen. Weil ich habe ja. Der erzeugt 3600 und ein so ein Ding verbraucht 350. So, ich habe davon 12 Stück, aber ich habe ja alleine zwei Geothermie-Generatoren plus nochmal die Windturbinen. Also, das müsste locker reichen. So, hops. Dann bau mal Stahl ab, denn die Kryo-Schlafkapseln sind nicht umsonst. Das Gute ist, dass wir wirklich von dem Uran so viel abgebaut haben, denn da können wir uns ja wirklich mittlerweile mit tot schmeißen. Also 140 ist nicht so viel, aber dadurch, dass es halt, dadurch, dass man hier jeweils nur 5 braucht, reicht das natürlich locker. Man kann es sich natürlich in so einem Fall auch einfach machen und einfach sagen, gut, jetzt will ich starten, ich lasse jetzt einfach mal 3 von meinen Typen oder von mir aus auch fast alle per Nahkampfangriff Bomalopen killen oder sowas, dass man dann eben nicht alle mitnehmen muss. Aber in dem Fall, ich habe jetzt so lange hier mit denen gespielt, gut abgesehen von Malle, dass, ja, ich will jetzt eigentlich niemanden hiervon einfach töten. Zumal, wie gesagt, wir ja locker genügend Ressourcen dafür haben. Oder zumindest in sehr kurzer Zeit bauen können. Abbauen können, so. Okay, jetzt bin ich richtig gespannt, was passiert, wenn die jetzt fertig wird. 151. Gut, okay, muss ich leider bis zum nächsten Morgen warten. Aber da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass das jetzt kein Bug ist oder sowas, dass wir das nicht machen können, weil ärgerlicherweise, also wer das andere Let's Play von Craft the World gesehen hat, der weiß, dass wir dort leider das Spiel auch nicht abschließen konnten. Weil, ja, wir haben dann zwar dieses Portal, was man dort finden muss und dann, ja, mit Teilen versorgen, egal. Das hatten wir auf jeden Fall zwar gefunden und alles auch fertig gemacht, aber da ich halt einen falschen, in Anführungsstrichen, Spielmodus gemacht hatte,
ging das leider nicht. So, jetzt ärgere ich mich. Denn er sagt, kann ich starten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wir haben auch nur 9 Personen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, wir haben nur 9 Personen und wir können nicht starten. Das ist natürlich blöd. Kritische Komponente fehlt. Kryoschlafkapsel. Da ist aber eine Kryoschlafkapsel. Was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir da machen? Ich weiß es nicht. Also, ich würde jetzt... Ich überlege jetzt halt, ob wir einfach alle Personen mal hier reinpflanzen und dann versuchen zu starten. Aber es sind ja... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht hier? So, es sind ja eindeutig 2 verschiedene Punkte. Er sagt ja einmal, kritische Komponente fehlt und einmal sagt er, keine ist belegt. So. Also ich glaube eigentlich nicht, dass es daran liegt. Ich pflanze jetzt hier trotzdem mal einfach Malle da rein. Aus Scherz. Keine der Kryoschlafkapseln ist belegt. Na gut, es könnte jetzt auch ein Übersetzungsfehler sein. Man darf ja nicht vergessen, dass das halt auch immer von der Übersetzung nicht ganz so korrekt ist zum Teil. Ich kann ja auch gar nicht alle hier reinpacken. Das geht doch gar nicht. Dann kann die ja keiner mehr öffnen. Also ich kann alle reinpacken, aber dann, naja, öffnet die niemand mehr. Mann, ey. Das ärgert mich jetzt. Jetzt weiß ich nicht recht, was wir da machen können. Ach so, ey, ja, kein Kommentar. Hier das Gleiche. Warum sind die denn deaktiviert, dass er die nehmen darf? Komisch. Okay, also ich muss jetzt nochmal kurz einen Cut machen, muss nochmal genauer nachlesen, weil, wir könnten jetzt eigentlich starten, aber es geht nicht. Und das ist etwas nervig. Denn eigentlich ist hier alles, richtig. Gut. Da bin ich wieder. Ich glaube herausgefunden zu haben, dass alle Kryoschlafkapseln an so einem Träger anliegen müssen. Das bedeutet in unserem Fall, wir müssen auf jeden Fall mehr Träger bauen. Und, was ich halt auch nicht genau weiß, ob die Träger auch aneinander angrenzen müssen. Das ist halt noch so ein bisschen problematisch. So, und das heißt also, auf jeden Fall müssen wir all diese Kryoschlafkapseln abreißen. Jetzt kommen wir doch noch in Bedrängnis mit unserem... mit unserem Uran. Nee, Quatsch. Das nicht. Also das Teil hier grenzt ja an. Mein Problem ist halt, wie gesagt, nur, ob der Rest jetzt auch angrenzen muss. Das weiß ich nicht genau. Also ob alles in irgendeiner Form... Aber nee, das kann ja eigentlich nicht sein, weil der sagt, der Computerkern ist vorhanden und der Computerkern grenzt ja auch nicht an den Träger an. Hä. Okay, jetzt wäre ja mal spannend zu wissen. Der sagt ja hier, keine der Kryoschlafkapseln ist belegt. Jetzt wäre es ja spannend zu wissen. Hier, mein guter Tester, Malle, komm noch mal ran. Geh hier mal, mach hier mal einen kleinen Kryoschlaf. Gut, er sagt immer noch, keine der Kryoschlafkapseln ist belegt. Ich bin etwas verwirrt. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt was bringt, wenn wir jetzt hier wie bekloppt neue Kryoschlafkapseln bauen. Aber im Endeffekt, was haben wir zu verlieren? Das Spiel ist, ja, ich will jetzt nicht sagen gewonnen, aber quasi gewonnen, abgesehen davon, dass wir hier das Schiff nicht gestartet kriegen, was ja eigentlich nur eine Formalität ist. Denn selbst wenn wir jetzt noch 2 Träger bauen müssten, die Ressourcen dafür haben wir locker. Okay, Stahl haben wir tatsächlich nicht so locker, aber es reicht. Und dann könnten wir theoretisch auch starten. Tja.
Machen wir das mal. Versuchen wir es einfach. So. Hops. Ner Hesi. Jetzt aber los. Erstmal den Kram hier abbauen. Und wenn der jetzt abgebaut ist, genau. Jetzt mache ich hier, jetzt packe ich hier einfach mal einen zweiten Träger ran. Jetzt kann ich ja theoretisch... Ach, hier kommt sogar Uran wieder raus. Na, perfekt. Da kommt ja auch ein Haufen Stahl wieder raus. Ja, optimal. So, Kryoschlafkapsel. Okay. So. Versuchen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Moment, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt haben wir sogar schon eine zu viel. Die eine können wir wieder abbrechen. So, jetzt. Also, jetzt kann wirklich hier eigentlich nichts mehr. Jetzt kann es eigentlich echt nicht mehr sein. So. Ist ja quasi unmöglich. Das muss ja irgendwie funktionieren. Ich nehme jetzt nicht an, dass das ein Bug ist. Also das wäre ja etwas komisch. Es ist nur, muss man dazu sagen, halt... Okay, vielleicht stehe ich hier extrem auf dem Schlauch. Dann bitte gerne in die Kommentare. Und ihr könnt mich auch gerne... sanft beschimpfen, aber ich kann mir jetzt nicht, also was soll ich denn jetzt noch machen? Er sagt immer noch, Kryoschlafkapsel fehlt. Verstehe ich nicht. Warum Kryoschlafkapsel fehlt? Was soll der Quatsch? Warum können wir nicht starten? Kryoschlafkapsel fehlt. Aber warum? Wir haben doch einen Haufen Kryoschlafkapseln hier. Warum sagst du, dass die fehlen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben 8 Stück hier. Wir sind 8 Personen. Warum sagst du, dass eine Kryoschlafkapsel fehlt? Muss der KI-Kern vielleicht doch da dran sein? Nee, aber dann müsstest du mir doch... Dann müsstest du ja... Also selbst wenn du mit den beiden hier verbunden wärst, müsste er ja zumindest meckern, dass er auch gar keinen Träger hat. Oder ist ein Träger vielleicht nur eine... Vielleicht trägt der einen Träger wirklich nur. Was kann ich denn hier machen? Nee, ach so, da müsste ja der Träger hier müsste ja auch was sagen. Der Träger sagt ja auch, Kryoschlafkapsel fehlt. Das kann doch nicht sein. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Raumschiff, ich habe alle Sachen gebaut. Träger. Strukturell tragende Bauteil eines Raumschiffs. Alle weiteren Bauteile werden hier angefügt. Oh, okay. Das heißt, ich habe den Computerkern? Ja. Das heißt, ich habe den Computerkern habe ich eigentlich nicht da angefügt. Hä? Warum sind die beiden hier nicht verbunden? Warum sind die beiden nicht verbunden? Ach, das ist nervig. Ey, warum sind die beiden nicht verbunden? Das wundert mich jetzt aber schon. Weil eigentlich müssten die doch hier... Müsste da doch eine Verbindung sein. Ja, okay, jetzt habe ich hier aus Versehen... Jetzt habe ich hier aus Versehen gerade Strom gesetzt, wa? Das könnte natürlich lassen. Das verwirrt mich schon, warum die beiden jetzt nicht verbunden sind. Gut. Und muss vielleicht der Computerkern auch da direkt dran sein? Ich meine, ich habe ja noch einen zweiten Kern. Komm, naja, machen wir jetzt hier noch einen zweiten Kern hin. Habe ich allerdings nicht mehr genügend Stahl. Na gut, das soll jetzt nicht das Problem sein. Denn hier ist ja zum Glück noch reichlich Stahl. Dann bauen wir halt erstmal den Stahl hier ab. So. Ja gut, erstmal müssen die sich wieder ausschlafen. Kein Problem. Aber das ist ja... Das ist ja schon ein bisschen verwirrend, also. Es würde mich wirklich interessieren, werde ich ja auch, vermutlich werde ich das ja auch noch rausfinden, aber wo jetzt mein Denkfehler lag, falls es jetzt wirklich an mir liegt, dann würde mich das echt interessieren. Wo liegt jetzt der Denkfehler? Was habe ich jetzt da falsch gemacht? Habe ich da irgendwas falsch platziert oder... Das ist ja extrem verwirrend.
das jetzt nicht läuft. So, hier scheint jetzt das Vorkommen erschöpft zu sein. Beziehungsweise zu Ende. So. Aber das Schöne ist jetzt wirklich, dass hier die Schweine ja die ganze Zeit unterwegs waren. So, Leute, ihr könnt den Stahl direkt hierher bringen. Ihr braucht es gar nicht da alles zwischenlagern. Gut, zumindest der Vorteil ist ja, ich habe ja schon mehr als genug Stahl. Das ist schon mal schön. Besuchergruppe, da freue ich mich auch drüber. Aber das ist, das, was ich hier mache, ist Schwachsinn. Das ist gar nicht der, das kann gar nicht der Grund sein.